Hallo, hallo. In diesem Video geht es um Kamerareinigung, und zwar nicht nur die Objektivreinigung oder nicht nur die Sensorreinigung, sondern auch die Kamerareinigung allgemein. Sehr oft höre ich immer wieder oder lese auch in Foren und im Netz, Kamera wurde zur Reinigung eingeschickt, sieht dann 2 Tage später, sehen die Fotos wieder aus wie vorher. Man sieht dann einfach auf den Fotos diese Sensorflecken oder Staubfusserl oben. Ja, das soll es einfach nicht sein. Wenn man 1 oder 2 Sensorflecken auf dem Foto oben hat, kann man sie vielleicht noch retuschieren. Wenn man hunderte Fotos gemacht hat an einem Tag und auf hunderten Fotos ist überall der gleiche Fleck oben, wird das natürlich sehr anstrengend, das zu retuschieren. Daher soll es hier mal einen kleinen Einblick geben in die Objektiv- und Sensorreinigung. Eines gleich vorweg, soll ja wirklich nur ein kleiner Einblick sein. Arbeite vorsichtig, passe auf, erfordert ein bisschen Übung, man gewöhnt sich aber recht schnell daran. Für Schäden wird keine Haftung übernommen, heißt so schön. Gut, Schritt 1, Kamerasensor. Nein, der wird immer gerne gereinigt. Hier befindet sich aber seltenst der meiste Dreck oben. Der meiste Dreck oder der meiste Schmutz befindet sich vorne am Objektiv. Hier reicht ganz einfach ein Blasebalg. Rocket Air heißt ja, glaube ich, von Giottos oder wie auch immer man den ausspricht. Das ist ein ganz normaler Blasebalg. Tipp zwischendurch, wenn ihr ihn frisch auspackt, frisch erhalten habt, einmal leer durchblasen. Soll vorkommen, dass durch Produktionsfehler hier Staub oder Fremdpartikel drinnen sind. Allen Herstellern quer durch die Bank und die sollte man dann nicht ins Objektiv bzw. in die Kamera blasen. Die gröbste Reinigung reicht meistens mit dem Blasebalg hier das Objektiv abblasen, um hier einfach mal alle losen und trockenen Partikel auf der Oberfläche zu beseitigen. Sehr viele reinigen dann die Gläser, vergessen aber dann auch noch, dass sich im Objektivdeckel, ich hoffe, man sieht das hier in der Kamera dann, in der Detailaufnahme, im Objektivdeckel der meiste Dreck eigentlich, also die meiste Verunreinigung befindet. Das heißt, du hast das Objektiv sauber gereinigt, das Glas gereinigt, Deckel drauf und allein durch das Clipsen fallen schon wieder Partikel auf das Objektiv, auf die Linse vorne rauf. Das heißt, auch hier den Innenteil ausblasen. Verwende dann auch gerne noch so einen Pinsel. Normaler, ganz feiner Haarpinsel gibt es auch im Fotozubehör. Und hier kann man dann ganz einfach die gröbste lose Verschmutzung einfach entfernen und dann wieder wegblasen. That's it. Meiste Staub herunten, Deckel ausgeblasen, gröbste Staub ist weg. Wo sich dann noch Staub befindet oder Verunreinigungen befinden, sind auf der zweiten Seite beim Objektiv, beim Anschluss. Hier ist sehr gerne einfach der Bajonettverschluss mit Abrieb versehen. Das sieht man hier. Einfacher Wisch darüber. Es reicht ganz normal mit den Fingern das Abputzen. Man kann ja auch ein ganz normales Taschentuch nehmen, dir einfach diesen Bajonettverschluss abwischen und dann ebenfalls wieder einfach abblasen. Es kann ja auch sein, dass hier noch kleinere Staubpartikel drauf sind. Leicht abpinseln und das war's auch schon. Achtet bitte darauf, das Frontglas ist nicht immer Glas, bei vielen Objektiven, vor allem auch bei leichteren. Hier sollte man wirklich nicht mit dem Finger drüber fahren oder mit einem trockenen Taschentuch, da es einfach zerkratzen kann. Dann nehme ich ja meistens, hier sind auch noch Flecken drauf, das kann auch schon sein durch Nebelwetter oder durch leichtes Nebelreißen, dass hier einfach Staub kleben bleibt. Hier reichen ganz einfache Brillenputztücher an alle Brillenträger. Ihr wisst doch selber, welche Reinigungstücher ihr für die Brille verwendet. Diese könnt ihr auch für das Objektiv verwenden. Falte ich hier zusammen. Bitte nicht draufdrücken, sondern einfach vorsichtig abwischen. Und dann gehen hier auch die letzten Verunreinigungen weg.
Brillenputztücher verwende ich ja ganz günstige um 1 Euro, die 26 Stück Packung. Gibt es teurer und billiger, probiert einfach mal aus. Es gibt welche, die machen mehr Schlieren, es gibt welche, die machen weniger Schlieren. Man kann das dann auch noch mit einem Mikrofasertuch dann auch noch nachreinigen. Es gibt ja auch von Karl Zeiss so ein Reinigungsset, wo hier wirklich tolle Reinigungstücher dabei sind und auch dieser Pinsel hier dabei sind oder ist. So, das Fischei wischen wir auch ab. Man sollte hier beim Draufblasen oder Draufhauchen nicht spucken, ganz klar. Sonst bringt man hier noch mehr Verunreinigungen drauf, als sie vorher schon waren. So, Blasebalg wieder. Nur trocken gereinigt. Ich glaube, man sieht schon im Vergleich zum Vorher, sieht deutlich besser aus. Hier ist noch etwas zum Reinigen. Abblasen, fertig. Deckel wieder drauf. Deckel auch noch vorher reinigen. So. Das übersehen hier wirklich die meisten, wirklich alle zusammen oder alle Komponenten, die mit dem Thema Objektiv zu tun haben, auch mit zu reinigen. Das betrifft auch den Deckel hinten am Objektiv, diesen ebenfalls ausblasen und dann wieder kurz gegen das Licht kontrollieren. Deckel montieren. Und fertig. So, Objektive werden soweit mal sauber. Man sieht dann mit etwas Übung geht das recht schnell. Upsa. Auch hier abblasen, das nachpinseln. Abblasen. Rückseite ist sauber. Je nach Objektiv und je nach Bauform kann auch sein, kann sein, muss aber nicht sein, wenn man zu fest mit dem Blasebalg arbeitet, dass man auch Staub in das Objektiv reinbekommt. Es kann auch sein, wenn man ein Objektiv hat, so wie hier, wo dann durchaus mal eine Schraube fehlt, dass auch hier Staub in das Objektiv reinkommt. Wendet euch hierzu bitte an einen Fachhändler oder eine Fachwerkstatt. Die können dann euch auch hier noch Tipps geben, wie man das reinigen kann. Das meiste kann man aber selbst machen. Und dann gibt es noch eine Fehlerquelle, wo sich einfach Verunreinigungen aufhalten können, sind hier diese Sonnenblenden, so wie hier beim 70-200. Die sind hier innen einfach, vielleicht sieht man sie in der Kamera, mit diesen Lamellen versehen. Und hier können auch Staubpartikel drinnen sein. Das heißt, diese hier genauso reinigen und von Zeit zu Zeit abblasen. Wieder montieren, fertig. Kürzester Zeit 3 Objektive gereinigt. Das war's auch schon. Hier haben wir das nächste. Ich gehe auch während dem Shooting. Gerne her, nehme den Deckel runter, den stecke ich meistens ein oder lege ihn auf die Seite. Und bevor ich den Deckel wieder auf dem Objektiv montiere, kurz abblasen und dann erst wieder rauf. Vermeidest du einfach während dem Fotografieren hier schon frischen Staub wieder auf das Objektiv raufzugeben. So, Deckel wieder drauf. Sind diesmal gar nicht so schmutzig. Wenn man sich diesen Workflow einfach aneignet, alle paar Wochen, zweimal in der Woche, je nachdem wie viele Aufträge das man hat, wie viele Shootings man hat, kann man hier immer seine Ausrüstung sauber und griffbereit halten. So, das war's auch schon. 4 Objektive, so schnell kann es gehen. Dann ist natürlich immer auch noch die Kamera ein Thema. In die Kamera selbst kommen durch die Objektivwechsel einfach immer wieder Staubpartikel in das Gehäuse rein, hier vorne in den Spiegelkasten. Und hier haben wir da genauso den Abrieb vom Objektiv tauschen auf der Kamera drauf und dann natürlich auch den Staub drinnen. Das heißt, bevor ich jetzt da hier diesen Spiegel wegklappe, blase ich auch hier schon einmal vorsichtig aus. Sehe hier auch auf dem Spiegel sind kleinere Staubpartikel. Hier gibt es dann auch spezielle Reinigungsprodukte und Reinigungsmittel.
einfach vorsichtig arbeiten. Nicht zu viel Druck, mit Gefühl. Du kannst selber probieren auf den Fingerspitzen, wie fest dieser Pinsel ist und wie fest du aufdrücken kannst oder musst. Ganz leicht abwischen, ausblasen. Sieht schon gut aus. Reinigungsmodus und der Spiegel vibriert hier, so wie bei dieser Sony. Bildstabilisator ist im Gehäuse drinnen, das heißt, der Bildprozessor ist gelagert. Dieser vibriert kurz und anschließend klappt der Spiegel hoch. Nun bietet sich wirklich der Blick direkt in das Innerste der Kamera, der Bildprozessor. Diesen solltest du wirklich vorsichtig bearbeiten. Ist der einmal zerkratzt oder beschädigt, war es das auch schon. Leicht ausblasen wieder. Ab jetzt gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, wie man, ich drehe es jetzt da weg während wir sprechen, wie man diesen Bildsensor innen reinigt. Wichtig ist vor allem viel Licht. Hier gibt es eigene Aufsatzgeräte, die man direkt an das Objektiv raufklipsen kann oder an das Bajonett raufklipsen kann und in den oder auf den Bildprozessor rauf sieht. Es reicht aber meist auch schon eine handelsübliche Taschenlampe oder eine Werkstattlampe. Lampe, ja, ist sogar mal geladen, wirklich in das Gehäuse reinleuchten und sieht dann auch Verschmutzungen, eventuelle Verschmutzungen im Gehäuse drinnen. Zu viel versprochen, ausnahmsweise mal sauber. Meistens ist es so, dass bei Sensorreinigung bei Firmen wirklich nur der Sensor gereinigt wird. Hin und wieder wird das Gehäuse dann auch noch ausgeblasen. Sehr selten wird es aber wirklich gereinigt. Es kann hier sein, dass sich im Inneren des Gehäuses, je nach Kamerahersteller ist hier so ein leichter Filz oder so rundherum verbaut, und an dem hängen Staubpartikel bzw. auch ganz kleine leichte Fäden. Und die können je nach Vibration der Kamera oder des Einsatzes einfach in das Bild reinragen oder geben damit der Schatten auf dem Foto. Das sind dann meistens so kleine Würmchen, die über das Bild laufen. Hier der Bildsensor ist ziemlich sauber. Sparen wir uns die Reinigung, auch nicht schlecht. Wir haben ja noch eine, sind nicht immer so sauber. Es ist einfach, wenn man sich regelmäßig angewöhnt, seine Kameras und Objektive zu reinigen, erspart man sich dann wirklich im Laufe der Zeit einiges an Arbeit und hat eigentlich immer saubere Geräte. Ja, hier sind leichte Staubpartikel zu sehen. Verwenden wir einfach diese Kamera. Akku, wie schon gesagt, sollte geladen sein, um hier wirklich die Mechanik antreiben zu können, um den Spiegel hochzuklappen. Gut, ich habe eine Kamera mit APS-C-Sensor und auch eine Vollformatkamera. Dafür gibt es auch unterschiedliche Reinigungsbett. Das ist ja keine Werbung für Visible Dust V-Swap. Kaufbar auf Amazon. Nein, Scherz. Es gibt hier verschiedenste Produkte, Hersteller, was auch immer. Ich habe bis jetzt einfach immer die günstigeren gekauft. Visible Dust bis jetzt sehr zufrieden, gab es keine Probleme. Gibt hier ein Standardreinigungsset, wo einfach ein oder zwei solcher Packungen dabei sind. Und auch so ein Smear Away, einfach die Reinigungsflüssigkeit dabei ist. Kann man auch nachkaufen, ist kein Problem. Ich habe hier einen APS-C-Sensor. Sensorgrößen und so weiter, eigenes Thema, verwendet mal Google. Hier gibt es diese 1,6-fach Swapper, ja, diese Reinigungspads im Vergleich hier der Vollformat-Sensor. Die sind hier etwas breiter, sieht man hier im Detail. Hier für den Vollformat und hier für den APS-C-Sensor. Für Micro Four Third oder Mittelformat-Kameras oder was auch immer gibt es ja auch eigene Reinigungsmöglichkeiten und Mittel. Das Produkt funktioniert ganz einfach, ist am Anfang aber eine Überwindung für jeden Fotograf oder Kamerabesitzer. Es geht hier darum, dass man mit diesem Swapper, mit diesem Wischstäbchen hier, einmal über den Kamerasensor drüber fährt. Der ist hinten zu öffnen. Das heißt, dieses Pad vorn bitte nie mit den Fingern berühren, auch wenn man glaubt, sie sind noch so sauber. Aber man soll hier keinen Staub und keinen Fett und sonstiges auf den draufbringen.
herunternehmen, Reinigungsflüssigkeit verwenden. Das ist ja die Standardreinigungsflüssigkeit. Es gibt hier noch spezielle Reinigungsmittel, ich glaube mit schwarzer und grüner Kappe und so weiter für Öle und andere Verunreinigungen auf der Kamera. Und jetzt da einfach 1, 2, 3 Tropfen. Der ist dann vorne schön getränkt mit der Flüssigkeit. Und dann fährt man einmal den Bildsensor entlang. Ich mache es hier mal schnell. Ich setze es in der einen Ecke des Sensors an und ziehe es einmal drüber. Ich halte diesen Pad hier ziemlich weit hinten. Der bewegt sich nämlich auch. Ist recht weich, das ist gut so. Es dient dazu, um nicht zu viel Druck auf den Bildsensor auszuüben. Man braucht wirklich nur mit zwei Fingern vorsichtig drüber fahren. Ich mache das jetzt mal schnell. Von einer Seite zur anderen. Das war es auch schon. Wenn der Sensor wirklich stark verschmutzt ist, sieht man hier auch dann die Staubpartikel und die Schmutzpartikel oben. Das war's, so einfach kann es gehen. Diesen jetzt nicht mehr verwenden. Auch wenn man nichts sieht oben, es sind ja aber kleinste Staubpartikel oben. Wenn ich jetzt da wieder mit diesem drüber fahre, kann es durchaus sein, dass ich den Bildsensor zerkratze oder beschädige. Kamera wieder aus, Objektiv montieren, das war's. Jetzt greife ich ihn auch an. Wirklich mit zwei Fingern rauf und das ist zu viel. Okay? Dieser Druck hier, wirklich, sobald sich das Stäbchen biegt, ist alles vorbei. Ja? Wirklich nur aufsetzen, leichten Druck und drüber ziehen. Leichten Druck, wirklich nur rauf und einfach drüber ziehen. Von einer Seite rüberfahren, dann kann man ein bisschen aufkippen und dann in die letzte Ecke rüberfahren und hoch. Das war's. Gut. Objektive sind gereinigt, Kamera, Bildprozessor ist gereinigt. Wenn man sich jetzt wirklich noch die Mühe antun möchte, ich montiere jetzt da wieder das Objektiv drauf, sind alles sauber jetzt da. Jetzt kann ich wirklich die Kamera den Rest auch noch reinigen, wenn ich möchte. Kommt sehr selten vor, ist aber so. Meistens ist der Display hinten noch verschmiert. Hier reicht einfach das alte Reinigungstuch vom Objektiv vorher, wenn noch Flüssigkeit drinnen ist. Ansonsten nehme ich hier ein neues. Und einfach wieder den Bildschirm hinten reinigen. Auch hier den Sucher reinigen. Hier hat man mal den meisten Staub dann heraus. Jetzt kann natürlich auch noch sein, Verzeihung, dass hier dann wieder Staubpartikel und so weiter rumliegen. Reinigen. Hier den Sucher. Hier ebenfalls wieder nicht reindrücken, sondern mit Gefühl, mit Liebe ausputzen. Gut, Blasebalg wieder ausblasen. Blasen auch vor allem hier in den Kanten. Das war's auch schon. Kameras sauber, Objektiv sauber, fertig wieder für den nächsten Einsatz. Kameras sind dann meistens gereinigt. Man kann auch ganz schnell einen Test durchführen, ob die Objektive oder die Bildsensoren dann auch sauber sind. Mache ich hier ganz einfach. Ich suche mir eine weiße Oberfläche. Diese sollte sauber sein. Gehe in die Blendenvorwahl oder Zeitautomatik. Verwende hier eine mittlere bis geschlossene Blende, hier Hausnummer 20. Schalte den manuellen Fokus ein. Und es geht hier nur darum, er schlägt mir jetzt okay, eine Belichtungszeit von einem Viertel vor und bewege jetzt da während dem Auslösen die Kamera. Das vermeidet mir einfach oder zeigt mir einfach, dass der Untergrund sich bewegt und der Bildsensor bleibt aber wie er ist. Und wenn ich jetzt da Fotos mache, habe ich entweder immer auf einem anderen Punkt einen Fleck oben, das heißt, dass mir der Untergrund sauber ist, oder immer auf der gleichen Stelle am Bild. Und dann kann ich jetzt sehen in der 100% Ansicht oder dann natürlich auf dem Computer in der Bildbearbeitung,
keine Flecken, keine Würmchen, alles sauber. Das war's. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.